Oh, hallo. Nach einer weiteren interessanten gestrigen Folge sitze ich hier am Erdenfurz und genieße die Ruhepause und begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge Elden Ring. Da wird das große Schwert jetzt, glaube ich, oder? Ach komm, wieso nicht? Ich nehme noch mal die Claymore. Wenn ihr hier vielleicht schon mal, also wieder diese richtig harten Typen sein werden, diese steinigen Leute mit Spitzhacken, werde ich die, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ja. Ah ja, Flaschenverteile nicht vergessen. Ganz wichtig. Jo. Ja, wir haben in der letzten Folge Unkraut gejätet. Oh, meine Nase juckt schrecklich. Hirnzellen wiederbelebt. In dieser Folge will ich diese Ruine mir anschauen. Die wir gestern gefunden haben. Oh. Und ja. Ich glaube, ich brauche eine Fackel. Boing, boing. Bergklettern leicht gemacht. So. Jetzt bin ich wieder hier unten. Gut. Selber Aufbau scheinbar wie in der letzten Mine auch. Im Sumpf. Ach, hilft meine Nase. Aber gut, okay. Gehen wir weiter. Oh. Halbmensch. Das war nicht so gut. Oh. Aber na gut. Hier gibt es keine Schleime. Oh, Moment, wenn es hier Halbmenschen gibt. Brauche ich dann die Claymore? Okay, Taktikwechsel. Ich nehme den Pike schon, um den etwas mehr zu zeigen. Ich nehme den Schildkrötenschild. Nein, erstmal ziehe ich die Kaisenrüstung an. Die ist doch die beste soweit, oder? Nee, das Ding ist besser. Genau. Besseres Gleichgewicht. Ach komm. Und Hosen. Ach gut, nehme ich halt die Bekennerstiefel, damit ich noch mittlere Last habe. So. Hihi. Habe ich da gerade einen steinigen Minen... Oh. Okay. Deren Glück, dass die so gut springen können. Oh. Ups.
Nein, 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 nein. Huch, wo ist er hin? Ist er runtergefallen? Als ob. Jo, haha. Ist er halt einfach runtergefallen. Okay. Ich könnte... Aber soll ich? Ich mache erstmal eins nach dem anderen. Ach du Heilige, wer hat denn das hier gebaut? Oh, oh, das war nicht so schlau. Das wollte ich machen. Sprengsteinklumpen. Hallo. Sprengstein, Sprengsteinklumpen. Explosive Wurfgeschosse verursachen Feuerschaden. Geschosse. Halli hopp. Wäre gut. Ich sollte mich heilen. Gut geheilt. Kein Schleim an der Decke. Nein. Kein Hinterhalt voraus. Könnte auch nein. Okay. Wo ist ein Dreier? Rennen. Oh oh. Nein, Rolle. Eben dann eben nicht. Wo kam der dritte her? Vielleicht von weiter unten oder so, keine Ahnung. Aber gut, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Dankeschön. Sind die Minenarbeiter einfach nur neutral oder sind die auch versklavten Halbmenschen oder haben die eine Allianz gegründet oder wie ist das hier bei denen? Ein Rückenstecher, zweimal springen und ein Schlag. Dann ist die Haltung gebrochen. Okay. Da sitzt ein Typ, das heißt, es müssen bestimmt wieder Ratten kommen, oder? Wow. Oh.
Okay, habe ich mich jetzt verschätzt? Habe ich was gehört? Habe ich Pflanzen gehört, die gezaubert haben? Da habe ich mich nur so krass verhört. Ich gehe erstmal da lang. Okay, folgendes. Ich ziehe mich mal schon wieder um. Bin ich aber schwer. Ich weiß nicht, dass mich das dann tötet. Wow. Jawohl. Und wir rennen weg. Oh Mann. Besser laufen können. Das war ein Fehler, aber mein Glück. Okay, große Waffen scheinen von denen nicht geblockt. Also. Oh, blutstillende Boli scheint von denen nicht geblockt zu werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Kleiner, also leichte Angriffe von großen Waffen. Hier. Ah, komm her. Praktisch so ein Zweihänder. Also so eine große Klinge. So ein Großschwert, meine ich. Was ist denn das? Was ist denn das? Na, komm her. Hallo? Kuckuck. Kuckuck. Wenn du nicht willst, komme ich. Oh. Dankeschön, schöne Glitzersteine. Sind vermutlich diese Ma, also diese, na, Schimmerstein, also hier diese Dinger, Schimmersteinüberreste, genau. Dankeschön.
ist ja noch einer. Erstmal nehme ich den aus der Hütte. Hier ist ein Stollen eingebrochen oder so, keine Ahnung. Noch eine Spitzhacke. Ja, nice. Goldene Rune 4. Nice. Besseres Fleisch. Interessant. Verstärkt kurzkörperliche Angriffe. Ein Klumpen bisschen Fleisch eingelegt in eine Arzneitinktur mit scharfen Gewürzen. Verstärkt kurzkörperliche Angriffe. Gilt im Ödland als wahre Delikatesse. Diese anregende Mahlzeit war ein exklusiver Leckerbissen für alle, die man Helden nannte. Oh. Okay. Wow, einfach mal daneben gehauen. Wow, das... Wow. Wow. Zweimal daneben gehauen, das ist ja mal... Wow. Meine Nase, Hilfe. Was haben wir hier? Ah, großer Schimmerstein überrest. Habe ich da irgendwas Grünes gesehen? Nein, das war vermutlich nur mein Kopf. So, hier sind keine Ratten. Noch nicht. Oh, jetzt bin ich da unten, oder? Yo. Okay, folgendes. Ich mach mal eine Luftattacke. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wohin stelle ich mich hin? Vielleicht darüber. Hier so? Ich glaube hier so. Nice. Mann. Hä? Also geht doch. Luftattacke war erfolgreich. Okay. Wie darf ich schon wieder los? Okay. Nein, 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 nein. Gut.
Bitte mach keine Rolle. Das war riskant. Das war sehr riskant. Da war der. Ich habe gerade geguckt, wo er überhaupt war, aber hier war er. Gut, was ist das? Aha. Aha. Kein Schleim, kein Schleim. Wo ist hinten? Ich glaube, das ist hinten. Jawohl. Gut, die kümmert es nicht. Sehr schön. Das war nicht ganz so perfekt. Darf ich das nehmen? Adernblatt. Hm, okay. Darf ich scheinbar. Ich gehe jetzt erstmal links rum. Wechsel das Ziel. Mann. Wieso macht er das eigentlich? So, geht doch. Der. Ja, gut. Noch ein Steinsprengklumpen. Sprengsteinklumpen, so rum. Boing. Nice. Dankeschön. Sehr schön. Looten, 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 looten. Looten, looten, la la la. Ich loote, loote, frohe ja. Okay. Weiche Baumwolle. Baumwolle gibt es ja auch, okay. Wo ist die? Da ist die. Verringert kurz den Fallschaden und Geräusche. Ach so. Ein weiches, aber stabiles Stück Baumwolle wird aus Rohwaffrüchten gewonnen, indem man sie auf besondere Weise teilt. Okay, herstellbares Objekt. Festigt ihr dieses Baumwollstück an euren Sohlen, verringert es kurz den Schaden und das Geräusch von Stürzen. Geräusch ja, Schaden ich glaube nein. Wenn ihr euch schon in Gefahr begebt, dann aber auf leisen Sohlen. Schon ja, aber nein, nicht nein, also realistisch gesehen nein. Einfach nur nein. Aber lustig. Das ist der Boss, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Diesmal öffne ich nicht die Tür. Ich habe dazugelernt. Wie steht es mit meinen Vorräten? Was ist dahinter? Wonach sieht es aus? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da nichts. Eine Fledermaus vielleicht? Eine große oder so? Und so ein Erzgolem vielleicht? Ich sehe dort nichts.
Gehe ich da jetzt rein? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme lieber den Falkschirm. Gehe nochmal da rein. Nachdem ich nochmal am Feuer saß. An der Gnade saß. Da lang, genau. Nein. Da lang, weil, von wo bin ich gekommen? Ah ja, da. Genau. Ja, ah ja, egal. Wolltest du wenigstens Mittel? Ja. So. Dann machen wir einen auf Sneaky Beaky. Oder wir rennen einfach durch. Könnten wir auch mal probieren. Soll ich mal einfach durchrennen? Probier mal. Sneaky Beaky durchrennen, genau. Kam nicht von irgendwoher einer? Hm. Aha. Hä? Was war denn das gerade? Das Schild hat nicht funktioniert. Mein kleiner Kratzer ist ja noch, geht ja noch. Mann, diese leichten Höhenunterschiede, ne? Wie in Minecraft, fast schon. So. 1, 2, 3. Irgendwoher kommt noch einer. Oder ich springe hier runter, geht das? Kann ich das? Ich probiere mal. Ha, klappt perfekt. Lasst euch nicht stören. Ach ja. Ach ja, wie komme ich jetzt an denen vorbei? Ach ja. Das Fledervieh mache ich mal tot. Doch nicht. Ich glaube, du selbst ein kleiner Pisser, ey. Sag mal. Wer hat geschossen? Wer? Wo? Woher? Wer bist denn du jetzt noch? Oh, danke schön. Was? Was?
Was? Was? Hey, komm. Wie du mir, so ich dir. Oh Mann, jetzt habe ich einen Trank verbraucht. Aber na gut, okay. Wenn es nur einer ist. Okay. Dann schauen wir mal, was sich dort hinter befindet. So. Da, 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 da. Alles. Jawohl. Von ihm lebt alles gewesen, oder? Ja, doch, Gegner zu Fall gebracht, rostiger Anker. Paar tausend Runen. Das war's? Echt jetzt? Ich dachte, kommt noch ein zweiter Boss oder so, oder keine Ahnung. Mehr Leute? Okay. Echt jetzt? Okay, schauen wir uns mal den rostigen Haken an. Ich bin mir sicher, das war eine Waffe. Yo. Alter, 26 Stärke, die riesige Waffe. Großaxt, natürlich. Aha. Ja, das ist der. Das ist. Alter. Das ist ein Anker und kein rostiger Haken. Yo, ho, 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 ho. Dim, dim, bim, 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 bim. Weißt du? Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, und jetzt aufgeladen. Okay. Aha. Ah. Oh, das geht. Oh, lol. Ja, cool. Ha. Halt, durchlesen bitte. Ein rostiger Anker, der als Waffe eingesetzt wird. Die scharfen Spitzen der vier Ankerarme durchbohren gnadenlos jedes Opfer. Als die Befleckten das Wichtland mit ihrem Fürsten verließen, blieb angeblich nur ein Boot zurück. Okay. Falk schon. Ein einseitig geschliffenes Krummschwert. Das habe ich übrigens noch nicht durch vorgelesen. Die scharfe Klinge ist perfekt für Schnittangriffe, bleibt gegen dicke Rüstungen und schuppige Häute aber wirkungslos. Ja, wie ein Messer halt. Also, das die Waffe im echten Leben. Es gibt eine Waffe, die heißt Messer. Es ist ein Schwert, glaube ich. Nein, oder ist das ein Säbel sogar? Egal. Die Angriffe dieser Waffe lassen sich mit einem einzigartigen Stil aus wirbelnden Bewegungen verstärken. Okay. Talent Wirbelhieb. Yeah. Okay. Ein Lieblingstalent geschickter Krieger. Wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Okay. Bam, ba, da, 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 da. Na gut, immerhin noch eine lustige Waffe.
ist überhaupt nicht übertrieben oder so. Halt ein riesiger Anker als Waffe. Hallo? Aber okay. Gut, das war das. So, Kopfhörer zurechtrücken, zum Eingang zurückkehren. Und ja. Aufleveln. Au. Stimmt ja. Was ist das eigentlich? Ein Krummschwert. Ah, okay. Boah, wie würde das aussehen, wenn ich zwei Krummschwerter hätte? Da wäre ich ja voll das schnittige Beyblade. Genau, Beyblade, die Erwachsenenversion. So, Stufenaufstieg. 8000, ah ja. Stärke, ich mach mal mehr Stärke, oder? Oh, oder? Oder mehr Kraft. Da Moment, was? Doch, Stärke, oder mehr Stärke wäre, glaube ich, ganz gut. Ich hau noch mal auf die Waffe. Waffen hier. Mit einem mehr Stärke und zweimal mehr Geschicklichkeit könnte ich den großen Degen probieren. Mache ich Stärke? Ich mache mal Stärke, glaube ich. Ich bin ja soweit mit meinen jetzigen Attributen ganz zufrieden. Yo. Ja, komm, Stärke. Yes. Jo. Dann, wo geht es als nächstes weiter lang? Da hoch. Da hoch gehen wir jetzt. Jawohl. Jo. Ach, ich sehe irgendwie so böse aus auf dieser Perspektive. Dramatisch. So, habe ich alles richtig ausgerüstet? Jo. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Die Fledermäuse ignorieren wir mal. Oh, die Blumen sind wieder da. Oh, ich könnte ja hier hoch. Das mache ich mal. Boing. Verfolgt mich doch. Ne, 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 ne. Ja, ein Meteorit. Bin ich auf der anderen Seite der Brücke. Sehr gut. Oh. Herber. Ich wünschte mir, es gäbe solche Heilpflanzen, die man machen kann. Ist das so eine, ist das diese Rasse aus Star Wars, die so aussieht wie eine Nacktschnecke vom Kopf her? Ich weiß gerade nicht, wie die hieß. Oder ist das ein Baum? Interessant. Oh, das ist ein Baumstamm gewesen. Oh. Okay. Kann ich einen Rückenstecher machen? Wohl Baum auf dem Rückenrad? Okay, ja, kein Baum. Kann ich. Sehr schön. Sehr gut. Ich
könnte vielleicht noch später in dieser Folge oder in der nächsten mal mit zwei Schwertern kämpfen. Wie wäre das? Also mit zwei geraden Schwertern. So als Abwechslung. Wie wäre das denn? Schicke Gegend. Bom, bom. Da ist doch ein... Ah ne, da waren wir schon. Eigentlich ist das doch sehr anstrengend, wenn man in Kniebeuge die ganze Zeit herumläuft. Eigentlich müsste man dafür Ausdauer verlieren, glaube ich. So von meiner Logik her. Oh, haben wir hier einen Garten? Nein, einfach nur einen Weg, der so aussieht, als würde nachts eine Gruppe Nazgul hier vorbeilaufen wollen Richtung Auenland. Ist die diese Straße aus dem Film, wo sich Frodo und die drei anderen Hobbits dann versteckt haben? Wohin gehe ich jetzt? Ich gehe dahin, zu dieser Kirche dort. Ah, alles klar, zu dieser Kirche dort. Schildkröte! Gonna find them all! I need to erweitern my... Was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding? Okay. Okay, ein Schloss auf drei Säulen. Gott, da feind sind... Oh, ach, das ist die Rückseite. Ach so. Hallo, Schildkröti. Hallo. Hallo, Kutschi, 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 Kuh. Ja. Du Zauberer zuerst. Nö, 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 nö. Ich weiß nicht, wen du rufen wolltest, aber vergiss es. Au! Hä? Was war denn das? Wie hat die mir geschadet gerade? Hey, I don't know, understand. Huch, na, hallo? Stein? Was ist das? Ein Vogel? Was ist denn das? Ach, das ist ein Schädel. Okay. Okay. Mäh. Hier ist nichts mehr? Doch, da ist noch was. Ist da noch was? Oh, Herber. Noch was? Eine Blüte oder so? Eine Blume? Das? Kann man da runter? Will ich da runter? Meine, ich könnte ja mal gucken, oder? Traue ich mich darunter? Lieber nicht, oder? Nee, später, nicht jetzt. Nicht jetzt, später. Nicht, dass ich wieder zu blöd bin und einfach verrecke, wenn ich mit sturmem Wind darunter hoppe. Na, zick, zack. Oh, ein Schädel. Hallo. Wow.
Manche Waffen eignen sich besser zum Schädelknacken als andere. Beim Sprungangriff. Ach, der Typ im Stuhl wieder. Ein Gnadenfurz. Nice. Und Adler. Ich gehe mal von vorne durch die Tür rein. Wo kommt ihr denn jetzt her? Kommt einfach die Feder... Ah, es wird dunkel. Kommt einfach die Fledermausbande angeflattert an. Hallo? Das Mausoleum wandert und wiegt den seelenlosen Halbgott in seinem Inneren. Was? O Marika, ewige Königin, er ist euer ungewolltes Kind. Autsch. Okay. Klingt nach einem Unfall. Warte, bum, tsch. Oh hey, da drüben ist der Anfang, wo ich war. Also von wo ich kam. Mit diesem Steinschwertschlüssel-Ding. Ist hier nichts weiter? Nope, scheinbar. Da schaue ich mich dann noch um später. Ali hopp. Nein, na gut. Ali hopp. Oh, ein Herber. Hopp. Häschen hüpf. Nein, 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 nein. Da könnte ich drauf, da will ich aber nicht drauf. Oder? Ist da was? Ich könnte gucken, aber ich glaube, ich verrecke nur, oder? Hm. Nope, hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Okay. Boing. Jawohl. Oh, was wandert denn da? Ein Friedhofwärter? Ein Friedhofwärter mit zwei Skimitaren? Ja, Skimitare? Vergoldeter Eisenschild. Schön, danke schön. Ich warte mal, bis er hier vorbeiläuft, okay? Auf jeden Fall sieht er gefährlich aus, wenn ich mich an diese Dinge aus Dark Souls richte, in dieser Höhle, da wo diese Trilista ist. Das ist ein Skelett. Ach so, das ist ein Skelett, das kenne ich schon. Auch ein neues Skelett hier auf, wenn ich den... Ihre Licht ist kaputt. Nur ein Skelett, okay. Nein, noch ein Skelett. Okay, ich schau mich mal ein bisschen weiter um. Den Schild schauen wir uns gleich mal an. Erstmal sichern wir hier alles. Huch. Ah, die Fledermausbande. Blutfett. Bam 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 bam. Ojo, Fledermausbande. Nein. Hier. Ich hab schon. Achso. Verursacht Blutungen. Wie? Verfestigtes Fett aus verschiedenen Blutrotmaterialien.
herstellbares Objekt. Waffelbar Zug verursacht Blutungen. Dieser Effekt hält nur kurzzeitig. Okay. Fletch. Blub. Von wo? Wo kommst du denn her? Hä? Wo kommt der denn her? Ist mal im Ernst? Möge deine Seele in Freiheit. In Freiheit schweben, keine Ahnung. Nix. Gut, okay. Aha. Sag mal. Mann. Nur mal um zu gucken. Da oben ist nichts. Okay, tschüss. Oh, Sonnenblumen. 3 Stück. Nice. Okay. Hallo. Ja. Ba da 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 ba 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 du 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 du. Wer liegt denn dort? Oder was liegt denn dort? Die Statue T-Post. Was ist denn das? Oh, Goldtausendfüßler. Ich dachte, das sind Fußabdrücke. Okay. Moment. Nein, T-Posing. Nein. Okay, das reicht. Dankeschön. Eine heilige Träne. Ja, nice. Und was sind das für Käfer? Sind die essbar? Wo sind die? Hier, oder? Hier. Ja, findet man bei Kirchen und ähnlichen Bauwerken. Habe ich bisher nur hier gefunden. Die goldenen und verdorrten Überreste eines Tausendfüßlers. Ah. Ein Fetisch der Fundamentalisten der goldenen Ordnung, der besonders hoch von Jägern geschätzt wird, die jene zur Strecke bringen, die im Tode leben. Okay, findet man... Ja, okay. Heißt das, wenn ich mir... Kann ich daraus irgendwas machen? Also, kann ich mir daraus irgendwas Heiliges machen, wodurch ich dann, also wenn ich das dann mit meiner Klinge überziehe, dass ich Untote ins Jenseits beschwören kann, oder wie, oder was? So, habe ich mit Melina sprechen? Okay. Erschreck dich nicht, ich bin's nur. Hi. Kuckuck. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika. Who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ja, eine Lagerfeuergeschichte. In Marika's own words, then, after thy death, I will give back what I once claimed, return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring, grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey.
Okay, Stufenaufstieg. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. Auf mein Haupt, auf meinen Kopf oder was? Share them with me. Ah, schade. Your ambitions, the principles you would follow. Ah ja, tut mir leid, aber nein. Heute nicht, Schwester. Was wollte ich? Laschen. Aufladen? Goldenen Saat? Ja. So. Das Flaschen verstärken? Heiligen Träne? Ja. Ja. Nice. Jo. Gut. Kann ich... Nein, immer noch nur die... Okay. Schade. Goodbye. T-Posing. Meine einzigste Schwäche. Wohin gehen wir jetzt eigentlich? Nice. Zauberei. Offensive Zaubereien, stärkende Zaubereien, offensive Anrufungen, stärkende Anrufungen. Mehr gibt's nicht. Es gibt nur Anrufungen und Zaubereien. Okay. Interessant. So, wohin jetzt? Hierhin. Alli hopp. Brumm, 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 bonanza. Ah ja. Bam, 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 bam. Da hat das tote Pferd sich einfach umgekehrt. La 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 la. Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Oh. Hallo. Keine Fledermäuse, keine Fledermäuse. Okay. Ist hier was? Vorsicht nicht, dass ich hier abstürze oder so. Okay, ist hier eine heimliche Höhle oder so? Oder eine Blume? Muss ich da hin? Ich bin mir nicht sicher. Ja, und jetzt? Ist das ein Parcours oder bin ich nur... so gewieft? Muss ich hier sein? Ich, warte mal, ich steig mal hier aufs Pferd. Okay, hier komme ich nicht hoch mit dem Pferd. Komme ich da hoch mit dem Pferd? Ist da überhaupt was? Ist nichts. Okay, dann gehe ich mal wieder runter. Badumtsch. Ah, eine Fledermaus. Muss ich irgendwie da hoch? Okay. Jetzt hier aufs Pferd hoch? Darüber? Nee, als ob ich darüber. Nein. Nee, 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 nee. Muss von irgendwoher anders kommen. Das hier ist nur Selbstmord. Ich bin jetzt da. Ich versuche mal von hier zu kommen. Wenn ich wieder hoch. Ja doch, ich komme hoch. Warum auch nicht? Hier Fledermäuse? Nein. Hallo? Ist da unten was? Ist hier unten was? Nein. Aber Blumen. Okay.
ist hier einfach nur Stein? Fast ein Steinweg oder so. Hier ist nix. Okay, einfach nur Areal, das man theoretisch, also technisch gesehen, nur betreten kann und das war's. Okay. Achtung. Nicht verrecken. Okay. Wölfe? Wo kommen die denn jetzt her? Egal, Challenge accepted. Ach du kleiner Schlingel. War's das? Warum waren die plötzlich hier? Okay. Oh, fang an. Nein. Ach ja. Da hinten. Und ja. Boing, boing. Ich bin eine Ziege. Mäh. Boing, boing. Eine Bergziege. Hallo, Herber. Hallo, Herber. Also. So. Hier irgendwo war eine Fledermaus. Weiter dort. Ah, da unten. Da. Da. Ah. Da gehen wir noch hin. Muss ich da hinspringen? Nein, oder? Muss ich da hinspringen? Ich probiere es mal dort erstmal. Okay. Okay, soweit so gut. Dahin, aha. Huch, nein, das wollte ich nicht. So. War ich nicht hier schon? Weiß nicht mehr. Doch, ich glaube, hier war ich doch schon. Ah, also muss ich doch da runter vielleicht? Nicht, dass ich jetzt so blöd bin. Ah. Funktionierte doch ganz gut. Meine Finger werden schwitzig auf der A-Taste. Finger auf der A-Taste, gut gedeutscht.
Aha. Wie viele? Nur eine? Komm her. Oh. Oh. Das ist ja sehr gut zu wissen. Wie kommen diese Dinger eigentlich hier hoch? Wie kommen die hier hoch? Dankeschön. Genau 3100. Nice. Ah. Ich hätte was für euch. Überlebenden habt auch was. Nice. Ich glaube, die rasende Flamme ist mein Lieblingszauber, also Anrufung. Bei weitem. Also die liebste, offensivste Anrufung. Betörender Ast dreimal. Scheibe Fleisch. Aha. Ich glaube wohl nicht. Genau, und dann muss ich da runterspringen, da komme ich wieder hoch. Okay. Okay. Also, ach ja, das Schild. Den Schild würde ich mir anschauen. Stimmt ja. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Da. Verbraucht FP. Betört durch bohrte Gegner. Okay. Ein mit einer goldenen Anrufung gesegneter Zweig. Herstellbares Objekt auch noch. Durchbohrt einen Gegner und verbraucht Fokuspunkte, ich dachte LP. Und verbraucht FP, um ihn vorübergehend zu einem Verbündeten zu machen. Oh wow. Der himmlische Miguella wird von vielen geliebt und er hat die Kunst perfekt gemeistert, diese Zuneigung auch zu erzwingen. Okay. Und auch noch herstellbar. War vermutlich so ein Late-Ding-Item, oder? So ein spätes Spiel-Item. Gut, gehen wir doch mal zum Baum jetzt. Pilgerkirche. Ja. Wie viel Muni habe ich? Genug, noch genug. Oder habe ich welche noch da drin in der Truhe? Ah, ich hatte noch genug. Ach, da steht es doch. Ich habe noch 11 im Lager. Okay, sehr schön. Dann auf zum Baum. Da unten habe ich mich umgeschaut. Dann schaue ich mir jetzt das Ding hier an. Okay. Und für Abwechslung mache ich mal Folgendes. Welches Schwert ist eigentlich größer? Welches Schwert ist größer? Oh, jetzt bin ich schwer. Das Schwert der Getreuen, okay. Den Helm ziehe ich mal um in den da, genau. In den Kaidenhelm. Kann ich die Hosen wechseln? Nein, die sind zu schwer. Okay. Handschuhe. Okay. So. Da haben wir zwei Schwerter. Yeah, zwei Schwerter-Style. Yeah. Dahin, genau. Okay.
Shiny, shiny, yeah. Eins, zwei, noch mehr. Nice. Na gut. So viele Tiere hier. Das sieht ja fast schon wie die mongolische Steppe. Ist das ein Schädel? Das ist ein Schädel, okay. Ah, das ist das Ding. Refugium. Und eine Ruine. Hoch. Nice. Refugium. Okay, okay. Was war das dort? Was war... Ach, das sind Wölfe. Ich dachte, ich hätte da einen Flügel oder so gesehen. Ach, was soll's. Wow. Wow. Hallo? Da hat die Taste gerade nicht gedrückt. Boing. Jawohl. Vielen Dank für die Steuern. Für den Loot auch. Ich dachte, ich hätte deinen Flügel oder so gesehen. Das war vermutlich nur ein Woll. Okay. Oh, noch ein Strand. Mit solchen Dingern. Ja, nice. Da ist eine Ruine. Ruine des Gräberwalds. Ach, hatten. Wow. Wenn die Klinge klein ist, ne? Was sind das dort für... Da leuchtet irgendwas. Bestienleber. Warum auch immer du das Ding hast. Nein, nix. Okay. Danke. 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Waren die für normale Asche oder... Wo kommst du denn her? Ich habe doch alles abgecheckt. Alter. Hä? Woher? Aus dem Nebenraum oder was? Oh, da geht's ja runter. Okay. Ich kann ja auch die Wölfe wieder beschwören. Oh, das ist wieder so ein Ding. Und da ist wieder so ein Giftsumpf, glaube ich. Okay, Moment. Also, ich hoffe, jetzt darf ich. Diese Blumen. War das Lili? Nein, das waren andere. Trinas Lili, genau, wofür? Ah. Findet man immer seltener, aber hier gab es 5 Stück. Einfach so, okay. Ist das so eine Ratten-Dings? Was bist denn du? Gut, ihr wollt einen Kampf, ihr kriegt einen Kampf. Was für Hüte waren das? Waren die irgendwie zombifiziert oder so?
Sind das Hüte oder sind das Schleime? Das sind einfach Hüte, okay. Mal gucken. Eigentlich schon voll in den Ende, aber naja, was soll's. Okay. Schwingensense. Dankeschön. Haben wir ein neues Spielzeug bekommen? Okay. Das neue Waffen. Ja, das ist neuer Waffentyp Schnitter. Ah, Glaube 24? Engelsschwingen? What? Löst Blutverlust aus. 55. Ui. Ein. Oh lol. Eine heilige Sense, die mit. Die einem Paar weiser Schwingen nachempfunden ist und Heiligschaden verursacht. Heiden glauben, die weißgeflügelten Jungfern wären die sanften Gesandten des Todes. Aha. Einzigartiges Talent, Engelsschwingen. Springt und erfüllt die Flügel klingender Waffe mit Licht, um den Gegner dann mit einem Hieb anzugreifen. Die weißen Schwingen behindern die Erholung aus einer Tränenflasche. Alter, was? Das Ding macht noch Heiligschaden. Meine zweite heilige Waffe, die ich nicht verwenden kann. Glaube 24. Nein. Ich habe Glaube 20. Ah, okay. Kann die aber trotzdem ausprobieren. Boah. Alter. Okay. Mache ich auch so ein Beyblade eigentlich? Nein. Okay, kann ich die... Wow. Das ist ja mal voll cool. Ich fliege halt wirklich. Cool. Kann man zwei Schnitte haben? Also zwei Sensen? Boah, das passt ja super zu meiner Rüstung. So im Regenlicht. Im Regen-Sonnenlichtschein. Voll gut. Aber okay, erstmal mache ich, glaube ich, ein Folgenende. Oh. Ja. Ich schaue noch schnell, vielleicht gibt es hier irgendwo eine neuen Freudenfurz. Freuden. Was war das? Oh Leute, das Ding bewegt sich ja. Oh, ich habe voll die Studio Ghibli gerade voll die Studio Ghibli Vibes. Boah, voll die Alter, die Glocke. Doing, 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 doing. Hä? Sind das Geister? Hä? Oh. Oh, okay. Nein. Rechtsklick drücken, Junge. Okay, aber Alter. Erkennt jemand von euch das wandelnde Schloss? Oh, da ist jemand mit 12 unterwegs. Okay. Also wenn es hier kein nichts zum Speichern gibt, gehe ich dann zurück. Okay, also folgendes. Wie es dort weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Erstmal aber mache ich Schlussreise zur Gnade hin und schaue dann
wie es weitergehen wird. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare. Ihr müsst nicht unbedingt schüchtern sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar abonnieren. Bis ich so ungefähr 1000 Abonnenten habe. Wäre glaube ich, ganz nett. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr, wo man diese Sense bekommt. Woher man noch eine goldene eine heilige Träne bekommt, glaube ich. Und ja, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bye.